Ich wohne jetzt seit ungefähr 11 Jahren hier in Lübeck und das war eines der ersten Museen, das ich entdeckt und kennengelernt habe. Ich wusste damals noch nichts vom Freundeskreis. Den eigentlichen Impuls hat meine Arbeit als Künstlerin gegeben, nämlich Anfang des Jahres, als wir Lübecker Künstlerinnen und Künstler die Ausstellung Wort hier im Grashaus realisieren durften. Und da war dann der Bezug so eng, dass für mich ganz klar war, das ist ein unterstützenswertes Museum. Es macht so viel Spaß, hier zu sein. Ist doch klar, ich werde Fördermitglied. An erster Stelle war das die Ausstellung von uns. Mit 14 Positionen zum Thema Wort durften wir oben den Raum bespielen. Und das war für uns eine ganz besondere Erfahrung, weil uns ganz viel Wertschätzung entgegengebracht worden ist. Ich finde aber auch die aktuelle Ausstellung Gras tanzt unheimlich witzig, weil da so viel zusammenkommt. Es ist also unkonventionell erstmal vom Format, diese drehbare Bar als Zentrum. Alles, was drumherum geschehen ist an Veranstaltungen und auch noch geschieht, das ist einfach einmalig.